Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Hi, na? Ach, Leo. Ach, Werner. Wie soll man das jetzt so sagen? Es war schön, aber... Es war schön, aber es ist vorbei. Ja. Weil... Nee, also ganz ehrlich jetzt, liebe Leute, es macht keinen Spaß mehr. Das ist einfach... Ich für meinen Teil, ich kann jetzt nur für meinen Teil sprechen, ne? Ich bin einfach momentan so auf LS17 fixiert. Wir haben auch sehr viele Projekte für unseren Kanal, muss man einfach sagen, sodass ich gedankenmäßig einfach nicht jetzt immer hier am Start bin und deswegen auch sehr viele Sachen vergesse und mich dann ärgere und eigentlich nur so vor mich hinspiele. Deswegen macht das eigentlich keinen Sinn mehr hier. Ja. Es ist mir aber auch komplett jetzt egal, wer jetzt gewonnen oder verloren hat, muss ich wirklich sagen, es hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, Leo, wollen wir sowas nochmal machen im 17. oder aber ein bisschen abgeändert, oder? Ich denke, wir können das schon gerne nochmal wiederholen. Sobald sich halt deine Projekte etwas beruhigt haben, können wir noch gerne mal... Etwas beruhigt? Das klingt wie eine Krankheit. Ja, nein. Wenn es wieder besser ist, dann können wir weitermachen, nicht? Ja, man muss es ja nicht übertreiben. Du hast, ich glaube, zurzeit 4 Projekte am Laufen mit der Stiffi. Die kommt halt teilweise dreimal täglich oder sowas. Ja. Ja, das ist ja schon der absolute Oberhammer. Und das... Ja, wie gesagt, wenn sich etwas abgekühlt hat, das Ganze, dann können wir das gerne nochmal wiederholen, wenn du da Bock hast. Ja, schon. Weil es kommt, ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Wichtig ist halt, dass Cursplay kommt. Cursplay muss kommen, ja. Cursplay wird auch kommen, das wissen wir ja. Ja. Und ich glaube, dass es ziemlich geil wird, wenn das da ist. Auf jeden Fall. Was ist da los? Auf jeden Fall. Gut, Leo, willst du einen krassen Schnitt machen oder wie hast du es vor, willst du es zu Ende bringen lassen? Ich würde, keine Ahnung. Wollen wir ja? Ja, ihr könnt auch jetzt schon... Nein, das ist, geht nur darum, willst du deine ganzen Fahrzeuge verkaufen oder willst du das... Ach so, nein. Nee, ne? Ich glaube, ich kann jetzt offen und ehrlich sagen, meine Idee mit den Kühen war besser am Anfang. Ja, das stimmt. Und deswegen glaube ich auch, dass ich ein bisschen mehr Geld verdient habe als du. Und ja. Jetzt alles hier zu verkaufen, auf Biegen und Brechen, das in den letzten paar Minuten hinzuschieben, mache ich nicht. Ich werde jetzt ganz normal weiterspielen bis zum Ende der Folge und fertig. Ja. So, als ob nichts gewesen wäre quasi. Wo ist der Schweinemensch? Da ist der Schweinemensch. Du hast einen Schweinemenschen? Ja, ich habe einen Schweinemenschen. Wie sieht denn der aus? Grün. Grün? Und da steht Max Wild drauf, weil ich ja ein Wild. Oh mein Gott, ein Wildschwein. Wow. Das war sogar für deine Verhältnisse nicht ohne Witz. Okay, lass mal das. Was machst du denn da zum Teufel? Ah ja, du musst abladen. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich. Ich freue mich auf Crossplay, wenn es kommt. Das wird richtig, richtig cool werden. Das stimmt. Interessant wird es auch, ob du das Cursplay irgendwie ins Missionssystem integrieren kannst, ne? Das wird wirklich interessant, ne? Da kommt der Cheater wieder durch den Leo, ne? Wieso? Da sind ja keine Täter. Das ist ja kein Cheat. Ja! Es ist ja... Ne? Leo, jetzt definier mal Cheaten. Es ist eigentlich ein persönlicher Vorteil für dich, den andere nicht haben, oder? Das ist Cheaten. Nein, das ist ein unerlaubter Vorteil. Ah, ein unerlaubter Vorteil. Okay. Ein unerlaubter Vorteil. Ja, aber ein unerlaubter ist ja immer im Angesicht des Betrachters, oder? Nee. Ein unerlaubter Vorteil wäre jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt meine 600.000, 700.000 Liter Silage schnappe, in den Hänger lade und zum BGA runterfahre. Das ist ein unerlaubter Vorteil. Ja, weil wir das nicht machen, haben wir gesagt. Ja, weil wir das per Regel ausgeschlossen haben. Genau. So, aber zum Beispiel, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Das, der Mistverkauf oder sowas, dass der. Ja, das ist auch Quatsch. Das ist ja kein Cheat. Das ist ja eine Karte vorgesehen. Nee, mir fällt kein Beispiel ein. Okay. Wüsstest du da vielleicht ein Beispiel bei Battlefield? Nee? Okay. Wow. Oh, wow. Echt jetzt, Werner? So tief musst du sinken? Nein! Nur weil du verloren das hast, ist nur... so tief sinken. Nein, Leo. Das kann man so nicht sagen. Doch, das kann ich durchaus so sagen. Okay, wo sind denn unsere großartigen Helfer? Ist hier Milch machen. Sag mal, schaffst du das nicht? Bist du dumm oder was ist los mit dir? Der ist noch am Sammeln. Das heißt, wenn der fertig ist, können wir wieder vorspulen. Spulen. Was ich wirklich schade finde,
ja, ist, dass wir nicht eine einzige Erntestufe mehr geschafft haben. Das ist schon krass, ne? Ohne Witz. Das geht halt in meinen Kopf. Wie ging das? Über I ging das, ne? Über I war das. Ja, und wir haben jetzt nicht so viele Felder mehr, ne? Wir haben ja nur die Standardfelder bearbeitet. Gut, das ist ja schon einiges an Standardfelder, die man hier hat. Aber, ja, mal gucken, schau dir das mal an hier. Feld 59 ist in der, ich weiß nicht genau, in der dritten Wachstumsstufe. Jetzt ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Und, komm nicht mehr vom Fleck hier. Ja. Das ist echt nicht so geil. Ich freue mich auf die neue Micmap, wenn sie kommt. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Ich auch. Auch wieder beim von der Nähe umgebaut. Vielleicht kommt auch von dem, wer hat sie ursprünglich gebaut? Bulgor. Ja, vielleicht kommt von dem auch noch was. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist eher das Angebot von geilen Maps, wird das eingeschränkt sein, ne? Ja. Habe ich so das Gefühl. Ja, ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sich die Mentalität fortsetzt. Boah, ich lasse alles privat, ich gebe nichts her. Ja. Aber die Frage ist nur, warum sollte man das machen? Ich meine, die Karte oder der Mod ist ja fertig, ne? Ob du das jetzt privat hältst und niemand was davon hat oder du lädst das hoch und es haben sehr viele Leute was davon. Gut, nicht alle werden jetzt dir dankbar sein, weil es halt auf zigtausend Seiten sofort wieder veröffentlicht wurde. Ja, ja. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen privat, weil ich es nicht hochladen darf und privat, weil ich keinen Bock habe, auf hochzuladen. Ne? Weil zum Beispiel die Belgique damals war ja das Thema, dass der René war nicht der Bauer, er durfte sie nicht hochladen. Er hat einfach keine Rechte dafür. Dass sich das dann zum Schluss geändert hat, das wissen wir ja alle. Aber bis zu dem Zeitpunkt durfte er es einfach nicht. Und deswegen hat er es auch nicht gemacht. Und dann gibt es eben solche Sachen wie, nö, ich habe keinen Bock drauf, ich will das für mich behalten. Und das finde ich nicht okay. Und dann auch noch die Dreistigkeit haben, irgendwelche Facebook-Fotos zu machen und reinzuschreiben, Anfragen zum Download könnt ihr gleich vergessen, ist alles privat. Das finde ich halt die Oberhärte, ne? Ja, die Frage ist halt, wieso man das machen sollte. Also ich verstehe es halt nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Naja. Aber das ist egal. Die werden sich schon was dabei denken. Die werden damit glücklich werden. Es wird bestimmt nicht die letzte Modkarte sein, die da rausgekommen ist. Nein, es gibt bestimmt noch genug andere Leute, die da sich freuen, wenn die Community was davon haben wird. Ja. Du hast es ja im 15er auch gesehen, ne? Mitte bis Ende kam ja richtig geile Maps raus. Also da wusstest du jetzt teilweise gar nicht, was du spielen sollst. Ja. Ne? Das ist halt da jetzt am Anfang vom 17 einfach nur ein bisschen. Es will halt jeder gut machen und schön machen und perfekt machen. Und die Sachen dauern halt einfach. Das ist halt nun mal so. Jo. Was ist das denn? Aber wir haben so viele Sachen hier nicht getestet, ne? Oh, ja, das wurmt mich. Die ganze Kartoffelwasch und Rüben und boah. Ich hätte noch so viel Zeit investieren können. Aber ich verstehe es halt auch, ne? Ich habe ehrlich gesagt auch jedes Mal zu quälen, ja, nicht zu mich zu quälen, aber so ein bisschen, wenn du aus dem 17er gerade kommst, hier den 15er wieder zu spielen, ist schon. Ja. Und das machen wir nicht. Ganz ehrlich, da haben wir gesagt, wir machen das, worauf wir Bock haben. Und deswegen, glaube ich, finde ich es auch nicht schlimm, jetzt hier einfach so einen Cut zu machen. Und es ist halt so. Mein Gott. Wir können nicht alle Projekte jahrelang spielen. Das geht halt einfach nicht. Ja. Genau. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, und wir haben es ja jetzt auch in einem Video offiziell beendet. Und nicht so, wie wir es halt, den Cut, den wir damals hatten, als wir die Pause gemacht haben. Richtig. Also wir haben es wirklich jetzt hier hochoffiziell und, ne? Genau. Weil Thüringer Oberland zum Beispiel haben wir auch gar nicht, also das ist beendet, aber man hat halt nicht gesagt, dass es beendet ist. Beziehungsweise wurde es mit der Folge nicht mitgeteilt. So muss man es eigentlich richtig sagen. Aber ja, ist halt so. Aber das haben wir hier zumindest schon mal schöner gemacht. Ja, ich finde, das sollte man auch machen. Also sollte man schon machen, ja. Eine Folge kann man sich ja zusammensetzen und sagen, ey, geht nicht, kein Bock.
Ja. Keine Zeit, ich werde jetzt aber, Leo, ich werde jetzt aber trotzdem, du musst es nicht machen, ich mache es jetzt trotzdem. Ich werde mir jetzt nochmal die Fahrzeuge hier aufstellen, einfach um zu gucken, was ich mir erarbeitet habe. Das gönne ich mir jetzt einfach nochmal. Okay, mach das. Ich habe mir nichts erarbeitet, ich habe nur Deutsches gekauft. Ja. So. Habe ich nicht Land? Land unter? Ja, ja. Verkaufen, Getreide speichern. Okay, ich habe keinen. Oh, F. So, warte, F121. Ich habe keinen Bock, da hochzufahren. Aber warum, Leo? Hof 1, Hof Feld 128. Genau, das müsste der hier sein. Dann Getreide. So, passt du da jetzt hin, mein Freund? Du machst das, ne? Ich habe da größtes Vertrauen zu dir. So, okay. Wo ist der Schweineverkäufer? Der ist wieder da. Der Schweinemensch ist wieder da. Da ist wirklich Schweinemensch bei dir? Nein. Okay, schon gedacht. Schweinegei. So, ja, das ist nicht anders. Oh, Leo. Ach nicht ja. Anders? Okay. Nicht anders und doch ein bisschen anders. Nicht anders und trotzdem anders, ja, ja. Ich weiß, ja. Was du meinst. Das freut mich tatsächlich immer wieder, wenn du so weißt, was ich meine. Und echt einiges an Glas zusammen, ne? Mittlerweile. Krass, krass, krass. Krass oder krass? Krass. Krass, oder? Krass, Junge. Okay, das kann hier stehen bleiben. 10x. Weichen, nee, Schweine verkaufen. Schweine verkaufen. Macht das wirklich noch einen Kuss? Ja, klar. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist jetzt eigentlich dein größter Trecker? Ich hab keinen. Du hast einen Trecker haben. Der Deutsche. Ja, mehr hast du nicht? Nö. Oh, das ist ja lame. Oder der Fendt. Ah, hast du den noch? Die kleine Drecks Dieselstaubsauger? Ja, Spitzschleuder habe ich noch. Aber ich habe einen Max Wild LKW mit 400 PS, also von daher kannst du ja, mir gut. Gar nichts. Kann mir gar nicht, du. La 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 la. So. No! Milch verkaufen. Shane, die gute Haarmilch verkaufen. Aber nicht ganz 30.000 zusammengekommen. Was ist passiert? Rainer, bist du noch da? Ja, aber nicht mehr lange. Das ist gut. Warte. Ja. Ist okay, Leo. Ich hab dich auch lieb. War tatsächlich nicht so gemeint. Ohne Witz. Du hast es aber genauso gesagt. Und das, was man spontan sagt, ist das, was man ehrlich meint. Ist das so? Ja. Okay, wenn er das so sagt, dann ist das. Das ist so. Von einem chinesischen Wissenschaftler erforscht worden. Okay. Ja, die Chinesen, die machen immer alles richtig. Richtig. Die haben den Reis erfunden. Nee, haben sie nicht. Leis? Leid? Leis mit Leis? Ja, genau, so ungefähr. Dam, 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 dam. Oh, er schaukelt. Warum? Ist er betrunken? Ja, er fährt 92 km/h und er kriegt die Kurve nicht. Warte, jetzt wird's spannend. Leo, das ist ein richtig guter LKW, den du da gekauft hast. Das wird spannend. Das ist der Matz-LKW, oder wie der heißt. Das Matz. Ah, der ist richtig gut. Ja, ich fährt auch 92. Ja, eben. Mit Gasblitz zusammen. Und ohne Sicherheitsgurt vor allem. Ja. Wenn du da umfällst, kannst du gleich, ne? Kannst du ein Kreuz hier machen. So. Eine Geschichte, das. Aua. Oh, ich kann nicht mehr sitzen, Leo. Ja, du bist auch schon ein bisschen länger am Aufnehmen heute, ne? Ja, genau wie du. Du sitzt ja noch länger als ich.
Hast du denn nicht mal überlegt, so ein Gaming-Gedöns zu kaufen? PC? Ah, nicht PC, sondern Stuhl? Was macht ein Gaming-Stuhl so aus? Weiß ich nicht, aber wenn ich mir den zum Beispiel bei diversen Streamern angucke, die sitzen ja teilweise 20, 30 Stunden da drin. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben einen Sitzkringel. Ein was? Ein Sitzkringel. What the fuck ist ein Sitzkringel? Du kennst einen Sitzkringel nicht? Nee, wo kann man das essen? Das haben manche Leute, wenn sie Beschwerden mit ihrem Hintern haben, ja, dann kriegen sie so einen Sitzkringel. Okay. Dann kannst du nämlich deinen Hintern ein bisschen anders belasten, so die Scherze. Ist das so? Glaube ich. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ist das pädagogisch? Nee, pädagogisch ist falsch. Ist das, ja. Ist das vom Arzt verschrieben, ja. Kann man das überall kaufen, ich glaube auch. Ich hätte einen Sitzkringel. So wie ein Donut. Ah, ein Donut? Ja, sag doch Donut. So, Leo, ich werde jetzt gleich die Folge beenden. Na, ich sag dir das nochmal. Du sagst, du bist ja okay. Ich hab mein Fahrzeug jetzt so auf... Oh nein, oh nein! Ich hab's verkackt. Verdammt. Echt nicht. Du bist der scheiß Johnny. Mods, was haben wir denn hier? Der Johnny, der Johnny, der Johnny, der da. Kaufst du jetzt auch noch einen Johnny? Ich wollte noch gucken, wie viel PS der hat. Der hat 290 PS, ne, also da kriege ich das Geld nicht zusammen. Also ein Johnny muss man sich halt leisten können, ne? Ja, wow, das ist kein Problem. Are you sure? I am sehr sure. Alles klar. Na schön, na schön. Ach ja. Na gut, dann danke ich euch nochmal herzlich fürs Zuschauen. Es hat uns beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wie ihr da mitgemacht habt am Anfang mit den ganzen Kommentaren und Werner macht dies, Leo macht das und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ja. Und ich hoffe, das wird, falls wir so ein Projekt wieder starten, so ähnlich ablaufen. Ja. Dankeschön und schaut weiter fleißig zu. Das hilft uns. Das ist auf alle Fälle so. Das hilft uns auf alle Fälle extrem. Und ich habe mein Abschlussfoto jetzt fertig. Sehr schön. Alles klar. Gut, liebe Leute, danke, 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 danke für alles. Das war's für den mit den 15er komplett. Also den 15er werden wir jetzt nicht mehr zeigen hier auf unserem Kanal. Aber es kommen ja einige Sachen vom 17er. Mehr, also wirklich sehr viele Sachen vom 17er. Und ja. Danke für alles und wir sehen uns in hoffentlich einer der nächsten Aufnahmen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.